Wasserspringer Patrick Hausting sucht beim Champion des Jahres eine neue Herausforderung und findet sie. Aus rund 8 Metern springt der 21-Jährige an einem Wasserfall an der portugiesischen Algarve mal eben kopfüber in unbekannte Gewässer. Vor waghalsigen Sprüngen aber, wie etwa seine Kollegen vom Cliffdiving, hat selbst der Vorzeigeathlet einen Heidenrespekt. Ich hätte, glaube ich, schon vor 25 Metern schon Angst, überhaupt runterzuspringen. Also, und dann mich dann noch so zu drehen wie von 10 Metern, wenn da was schief geht, das ist dann noch um einiges schlimmer als von 10 Metern. Jüngst trumpfte der Berliner bei der EM in Budapest groß auf, sammelte als erster Springer überhaupt in allen 5 Disziplinen eine Medaille, davon 2-mal Gold. Nach den Strapazen genießt er die Urlaubswoche. Ja, das ist wie ein zweites Highlight eigentlich für einen Sportler. Nach dem Wettkampfhöhepunkt hier nochmal eigentlich alles zu genießen, mit anderen Sportlern sich zu treffen, alle anderen kennenzulernen. Und das ist einfach nur eine super Woche. Zumal seine Sportskollegen ihn sogar unter die 5 Kandidaten für den Titel Champion des Jahres wählten. Genau. Ja, also ich habe da einen Anruf bekommen und konnte das eigentlich gar nicht glauben, dass so ein Wasserspringer halt unter die besten 5 in Deutschland gewählt wird. Gerade von den eigenen Sportlern, die, glaube ich, 3.800 Sportler haben gewählt. Und wenn man dann unter die besten 5 kommt, das ist schon echt eine Riesenehre. Als Dankeschön gibt er den Kollegen eine Kostprobe der besonderen Art. Perfekt, würde ich sagen, eine 6,0.